Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem möchte ich euch die Videoplattform DTube etwas näher bringen. Beziehungsweise, wenn ihr schon das Video auf der Videoplattform DTube schaut, dann möchte ich euch hier einfach nur die Plattform etwas zeigen, beziehungsweise vielleicht euch noch ein paar Dinge zeigen, die ihr noch gar nicht wusstet, dass es sie gibt. Aber DTube macht aktuell so ein bisschen die Runde durch die sozialen Medien. Aber auch bei YouTube tauchen gerade immer mehr Videos auf von Personen, die diese Plattform empfehlen. Darunter auch der Kanal Sempervideo, worauf ich auch dann nachher auf die Plattform hier aufmerksam wurde und ich habe mir dann die mal etwas genauer angeschaut. Ich möchte jetzt hier einfach mal in diesem Video euch so ein bisschen Feedback geben, was man hier aktuell auf der Plattform machen kann und was denn der Endnutzer, also du in Person, hier alles machen kannst. Und ob das hier wirklich eine gute Alternative wird zu YouTube oder nur eine Modeerscheinung. Da immer hier die Wörter Blockchain auftauchen. Nun, wir beginnen hier einfach kurz mit so einem kleinen Rundgang durch DTube an sich und ich zeige euch, was ihr hier aktuell schon machen könnt. Was wir hier nicht machen, ist die tiefere Grundlage zu erlernen, wie das Ganze mit dem Voting-System und mit dem Geld funktioniert. Ich werde euch nachher nur zeigen, dass es funktioniert und dass man tatsächlich auch ein bisschen Profit draus schlagen kann, wenn man das denn möchte. Wir legen hier am Anfang erstmal los mit der Startseite. Wenn wir eben DTube aufrufen über die Domain d.tube, dann landen wir hier auf der Startseite und dann kriegen wir hier eben ein paar Vorschläge angezeigt. Wenn wir eben eingeloggt sind, dann kriegen wir hier unseren Abonnenten-Feed angezeigt. Das bedeutet, hier werden immer die neuesten Videos meiner Kanäle angezeigt, die ich abonniert habe. Dann haben wir hier eben die Top-Videos, beliebte Videos und neueste Videos. Die werden eben von DTube vorgeschlagen. Hier unten haben wir nochmal anschauen, das sind eben die Videos, die ich zuletzt jetzt angeguckt habe, die kann ich eben nochmal angucken, wenn sie mir dann so gut gefallen haben. Zur linken Seite haben wir dann das Hamburger-Menü, dort können wir hier die verschiedenen Kategorien nochmal anklicken, wie zum Beispiel Top-Videos, beliebte Videos und neueste Videos. Ich kann auch hier die abonnierten Kanäle aufklappen. Wenn ich das eben aufklappe, dann sehe ich hier eben meine Abonnenten und kann direkt zu den ihren Kanälen weitergeleitet werden. Darunter haben wir noch die Tags, die aktuell am meisten verwendet werden. Sieht also so aus wie YouTube und lässt sich so im Groben und Ganzen so wie YouTube bedienen. Dann haben wir hier oben eben die Suche ganz normal, dann hier die Wolke zum Videos hochladen, ein Einstellungsbutton, ja, denn wir können hier auch die Bewertung gleich filtern lassen. Wir können einen Not-Safe-for-Work-Filter aktivieren, ja, dann kriegen wir auch die Pornos angezeigt, soweit wir notgeil sind. Was? Und natürlich hier ein Nachtfilter, um unsere Augen vielleicht etwas zu schonen, sowie die Einstellung zu IPFS. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, das lasse ich jetzt auch mal so stehen. Das würde dann zu tief in die Materie eindringen, wenn ich das euch jetzt hier erklären sollte. Dann haben wir hier noch unseren Account. Ich habe mich jetzt hier schon einmal eingeloggt, kann dementsprechend auf meinen Account fahren. Wir können auch mehrere Accounts verbinden, wenn wir möchten. Und kann hier dann direkt zum Beispiel auf meinen Kanal, als auch auf Steemit. Steemit ist eine Social-Media-Plattform wie Facebook. Dort müssen wir einen Account anlegen, um dementsprechend bei DTube einen Account zu haben. Denn DTube greift auf die API-Schnittstelle von Steemit zu und nutzt eben diese Account-Informationen davon. Dort werden dann schlussendlich auch die Videos zusätzlich gepostet, wenn wir diese hier hochladen. Also ohne Steemit-Account funktioniert DTube schon mal nicht. Was kann also der Endnutzer hier auf der Plattform tatsächlich machen? Nun, wir können Videos angucken, kommentieren, liken, disliken und sonst auf Webseiten einbetten und so. Ist eben eine rudimentäre Videoplattform. Gehe ich nun mal hin, ich nehme jetzt einfach meinen eigenen Kanal, dass hier keiner meckern kann, dass ich hier die Videos abfilme. Und ich wähle dann hier irgendein Video eben aus, zum Beispiel nehme ich hier einfach mal das Neueste, was hochgeladen wurde. Drücke hier dann auf Pause mal kurz. Und wir sehen, es sieht aus wie eine stinknormale Videoplattform. Ja, das soll es auch im Grunde genommen so sein. Wir haben hier eben unseren Player. Hier können wir eben vor- und zurückspulen, so wie es uns gefällt. Wir können hier die Wiedergabegeschwindigkeit auswählen und die Auflösung auswählen. Aktuell haben wir leider nur Source und 480p zur Verfügung. Bei Source erhalten wir allerdings hier tatsächlich die Auflösung, die das Video besitzt, in der Auflösung, wo es hochgeladen wurde. Sprich, ich lade meine Videos in 4K hoch, beziehungsweise 2160p. Dann bekommt ihr mit Source auch diese Qualität. Ihr bekommt auch, soweit ich das richtig gemerkt habe, die originale Videodatei zugespielt, die ich eben hochgeladen habe und nichts nochmal umgewandeltes wie auf YouTube. Dann haben wir hier zur rechten Seite eben ein paar Vorschläge. Unter dem Video haben wir hier eben die Likes und Dislikes, die Videoinformationen, das Geld, was ich aktuell mit dem Video schon verdient habe und hier die Kommentare. Also wie eine normale Videoplattform.
Außer dass wir hier das Geld direkt sehen. Bei DTube sieht jeder Nutzer die Einnahmen des aktuellen Videos. Und die können beeinflusst werden, indem wir hier auf Like bzw. auf Dislike drücken. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon auf Like war, wo ich jetzt 2 aktuell schon bekommen habe, dann sehen wir hier, der eine Nutzer hat 0,006 Cent und der andere 0,005 Cent mir damit überwiesen, mit dem einen Like, das sie dagelassen haben. Und wenn jetzt einer der Nutzer eben beispielsweise auf Dislike drückt, ja, dann wird dieser Betrag, der jetzt hier beispielsweise bei 0,006 Cent liegt, hier auch wieder abgezogen. Sprich, ich habe jetzt hier geliked, habe dem Nutzer, machen wir es mal einfacher, 1 Cent direkt da gelassen und ich drücke dann auf Dislike, dann wird ihm 1 Cent wieder abgezogen. Ja, das wird dann zwar nicht auf mein Konto gut geschrieben, also wer jetzt durchgeht und überall auf Dislike drückt, dem bringt das gar nichts. Aber ihm wird tatsächlich auch Geld abgezogen, weil mir das Video nicht gefällt. Umgekehrt eben auch für Likes geben, mir gefällt das Video, ich drücke drauf, dann bekommt der Nutzer Geld. Vorteil für den Endnutzer, für uns also, wir sehen hier auf dieser Webseite, so wie vor den Videos und nach den Videos und während des Videos, keinen einzigen verdammten Werbespot. Ich habe zwar hier oben einen Adblocker an, den kann ich aber problemlos ausschalten, ihr werdet keine Werbung sehen. Der Ersteller des Videos, beziehungsweise auch hier unten die Personen, die kommentieren, die bekommen Geld durch eure Likes. Und das finde ich ein relativ cooles System. Ja, das Ganze funktioniert auch mit den Kommentaren. Sprich, wenn ihr hier eben einen netten Kommentar verfasst und ihr drückt dann hier auf Like, dann gebt ihr dem Nutzer Geld, weil euch gefällt der Kommentar. Und der Nutzer wird dann dementsprechend entlohnt, weil er war vielleicht kreativ, er war schlau oder wie auch immer. Und das soll ja auch vielleicht ein bisschen belohnt werden. Wenn er allerdings Scheiße postet und das gefällt euch absolut gar nicht, dann drückt ihr eben auf Dislike. Und dann wird ihm eben Geld abgezogen. Wie viel Geld ihr dem Nutzer gebt bzw. abzieht, hängt immer davon ab, wie wertvoll euer Account ist. Aber da geht es schon wieder zu tief in die Materie ein, das möchte ich euch jetzt hier nicht unbedingt zeigen. Das wäre dann vielleicht mal ein Fall für ein anderes Video. Als Ersteller können wir hier natürlich das Video auch editieren. Dann können wir hier eben den Titel nochmal ändern, die Beschreibung nochmal ändern, die Tags anders vergeben und wir können hier den Post bei Steam Ad bearbeiten, den Video-Hash abrufen, die Source-File-Size, falls das jemand braucht und die Dauer in Sekunden abrufen und einen Magnetlink und so weiter und so fort. Moment mal, Magnetlink hört sich irgendwie komisch an für mich. Ja, und jetzt will ich mal ganz kurz auf die Ausbringung der Videos zu sprechen kommen. Denn die Videos hier, die liegen zwar auf einem Server, ja, also nicht in einer Blockchain, sondern die liegen tatsächlich auf diversen Servern verteilt. Die werden dann, wenn wir eben das Video abrufen, von dort aus her gestreamt. Zusätzlich kommt aber noch ein Peer-to-Peer-Protokoll zum Einsatz. Das bedeutet, wenn wir das Video angucken und eine gewisse Anzahl an anderen Nutzer guckt das Video ebenfalls an, dann streamen wir mit dem Upload, weil Peer-to-Peer ja, dieses Video zu den anderen Nutzern und sorgen dafür, dass eben das Video bei allen Nutzern gleichzeitig vor allem problemlos angeschaut werden kann. Und das finde ich persönlich sehr gut, denn damit macht sich die Plattform extrem skalierungsfähig. Das bedeutet, es können 1 Million Menschen das Video sofort angucken und haben in der Regel keinerlei Probleme bei der Wiedergabe. Es sei denn, ihr blockiert alle euren Upload, dann geht halt wieder nichts. Aber das wäre dann auch sehr schade. Aber im Prinzip funktioniert das 1A. Das wäre auf anderen Plattformen in der Regel nicht möglich. Weil wenn 1 Million oder 2-3 Millionen Personen auf einmal auf YouTube das eine Video zum selben Augenblick anklicken und laden möchten, wird es garantiert nicht ganz so problemlos funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Das Ganze können wir auch umsetzen auf zum Beispiel einen Livestream. Habt ihr schon mal einen Livestream geguckt mit über 1 Million Zuschauern gleichzeitig? Ich nicht. Ich glaube, der Server hat dann sogar kapituliert. Aber sei mal dahingestellt. Jedenfalls, wir können dann hier problemlos die Videos angucken und eben kommentieren. Das funktioniert einwandfrei. Das Uploaden funktioniert auch einwandfrei. Wir gehen hier einfach hin, ziehen das Video hier rein, geben dann noch einen Thumbnail dazu, noch einen Titel an, Beschreibung und dann Text, drücken auf Absenden und schon ist das Video online. Das funktioniert eigentlich in der Regel einwandfrei, hatte bisher damit keine großen Probleme. Die Videos finden wir dann entweder über die Suchfunktion, über die Startseite, wenn wir dort auftauchen, als auch dann über den Kanal der jeweiligen Person. Das ist eben mein Kanal. Ich habe hier eben mein Profilbild, habe noch ein Headerbild, das man eben frei definieren kann.
Und was Sie dann hier auch sehen, sind zum einen hier dann die Abonnentenanzahl, die ich aktuell habe. Das sehe ich jetzt nur nicht, weil ich aktuell schon eingeloggt bin. Ihr seht, wie viel Guthaben aktuell ich schon verdient habe, beziehungsweise auf meinem Account liegen. Und wie wertvoll mein Account von Steam Power her ist. Ich gehe aber jetzt auf das Thema nicht drauf ein, weil es ist einfach zu kompliziert aktuell. Dann sehen wir noch, wie viel Power ich für meine Vouts habe, weil ich jetzt schon eine Weile lang nicht mehr gevotet habe, ist es wieder auf 100% gestiegen. Wenn ich ein Vote ablasse, dann gehen, glaube ich, hier 2% verloren und regenerieren sich, glaube ich, nach 20, 30 Minuten wieder, so plus minus. Dann habe ich hier bei den Sternchen noch die Reputation, das ist so ein Art Level, auf dem man sich befindet, wenn man eben guten Content liefert und auch Sachen hochlädt und aktiv ist, dann geht das Level hier nach oben. Wenn man allerdings so Scheiße postet und gemeldet und gedisliked wird, dann geht das ganze Ding hier nach unten. Standardgemäß, wenn ihr eben einen neuen Account anlegt, ist dieser Wert hier bei 25. Und könnt ihr eben sehen, wenn man einen Account weniger hat, dann hat er definitiv Scheiße gepostet. Anhand dieser Werte hier kann man eben dann auch nachvollziehen, wie gut ein Nutzer ist und wie vertrauenswürdig dieser ist und ob der viel Scheiße postet oder auch qualitativen Content, egal ob in Videoform oder in Textform. Das finde ich schon mal sehr gut und ermöglicht eine gewisse Transparenz. Dann können wir hier auch über Activities nachsehen, was ich hier, wann ich zuletzt eben aktiv war. Also ich habe meinen letzten Post vor 3 Stunden losgelassen, meinen letzten Vote vor 7 Stunden, habe meinen Account vor 7 Tagen zuletzt bearbeitet, also hier mit der Beschreibung und so, und bin am 6. Januar 2018 beigetreten. Bei About sehen wir hier noch ein paar Informationen, die ich eben angegeben habe. Und hier erhalten wir dann auch die Links zu Steemit bzw. zum bussy.org Blog. Wir können den dann dementsprechend auch direkt aufrufen. Und ich habe auch hier 1a dieselben Informationen stehen wie eben bei DTube, weil das Ganze eben miteinander verknüpft ist und DTube die Informationen von Steemit bezieht. Wir können dann auch bei Steemit nachher nachsehen, was habe ich alles kommentiert, wo habe ich kommentiert. Wer hat hier bei meinen Sachen kommentiert und kann hier eben nachsehen, was ich denn aktuell so bisher bekommen habe. Also mein Kontoführungsbuch kann man hier auch einsehen. Wenn ich hier auf Wallet gehe, dann sehen wir auch, was ich hier alles verdient habe. Ich habe jetzt hier Steam-Dollars, ich habe 67 Cent in Steam-Dollars und mit denen könnte ich jetzt entweder was anfangen oder irgendwann mal mir auszahlen lassen. Hier unten haben wir auch mein Logbuch dann, was ich hier an Geld bekommen habe. Also ich habe schon 2-mal jetzt Geld mir einsammeln lassen von meinen Videos, die ich erstellt habe. Und eben dieses Guthaben, das liegt jetzt hier eben auf meinem Account. Aber zurück zu DTube. Wir können jetzt eben wieder zurück auf Home. Wir sind eigentlich jetzt schon einmal komplett durch DTube. Ja, so allzu viel kann man hier jetzt noch gar nicht machen. Also ich kann Videos hochladen und diese angucken. Und ja, es gibt noch keine Möglichkeit, diese Videos irgendwie zu sortieren, sprich in eine Playlist reinzupacken oder anderweitig irgendwie zu managen. Und was hier auch komplett noch fehlt, ist so eine Art Information, wenn eben irgendwo jemand was kommentiert hat, dass wir auch darauf reagieren können, um eben etwas mit unserer Community zusammenzuwachsen. Fehlt noch alles, wird aber hoffentlich bald kommen. Wir gehen aber jetzt kurz nochmal hin zum Zeigen, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Abspielen und Liken, weil das ist ja ein eigentlich interessanterer Part. Allerdings, wer einfach nur Videos gucken möchte, für den ist es relativ uninteressant. Wir können jetzt hier einfach mal beispielsweise ein Video anklicken. Ich nehme jetzt hier einfach mal das hier, ist ja egal was. Und ich möchte euch zeigen, wie wertvoll hier nämlich die Voting Power tatsächlich ist. Es ist jetzt nicht mein Video und ihr seht, es haben jetzt hier schon einige Leute geliked. Also, und ihr seht, es haben jetzt schon Personen, die sehr viel Voting Power haben. Hier jetzt zum Beispiel J. Wolf. Der hat 20 Dollar dagelassen mit seinem Like. Ihr seht auch, der Herr Flipster scheinbar hat 62 Dollar aktuell schon verdient mit seinem Video. Und wenn ich jetzt hier tatsächlich auf Dislike drücke, dann könnt ihr hier auch sehen, ich drücke drauf. Geht einen kleinen Moment. So, mein Dislike ist raus und hier wurde auch tatsächlich Geld abgezogen. Ihr seht also, meine Stimme zählt tatsächlich was, zwar jetzt aktuell nicht so viel, weil wie gesagt, ich habe hier noch nicht so eine hohe Voting Power und meine Voting Power ist jetzt eben durch dieses eine Dislike etwas nach unten gegangen, aber tatsächlich können auch die kleinen Likes und Dislikes einiges an Auswirkungen nachher haben, wenn eben genügend da sind. Nun, das ist eigentlich jetzt so grob
eben die Tube gewesen und wir sind eigentlich komplett mit dem Rundgang durch. Was ich aber jetzt gerade euch noch zeigen möchte, ist eben das Aufstocken eures Accounts mit mehr Power. Wenn ich hier auf meinen Account wieder drauf fahre, dann habe ich hier Belohnungen annehmen. Und wenn ich hier drauf drücke, dann sehen wir auch, ich bekomme 0,152 SBD bzw. 0,028 SP. Das sehen wir ein bisschen besser, wenn ich hier jetzt nochmal auf meinen Blog gehe, dann auf mein Wallet. Und dann sehen wir hier, ich habe hier aktuell das Ganze hier an Guthaben. Ja. Und wenn ich jetzt hingehe und das Ganze hier mir gut schreiben lasse, dann geht das einen kleinen Moment. So, wurde erfolgreich durchgeführt. Und ich lade hier jetzt einfach die Seite neu. Dann sehen wir hier, der Wert von Steam-Dollars hat sich aktuell erhöht. Und mein Account ist jetzt dementsprechend direkt mal mehr wert. Wir sehen hier 4,12 Dollar. Ich lade neu. 4,43 Dollar. Also ich habe ein bisschen was jetzt verdient. So, das war das zu D-Tube und mein kleiner Einblick nach 7 Tagen D-Tube. Ich möchte euch noch ein paar Dinge auf dem Weg mitgeben. Die Registration ist ein bisschen zeitaufwendig. Ja, also ihr könnt jetzt euch sofort einen Account erstellen. Nutzbar ist aber erst so in 1-2 Tagen. Warum? Die Registration dauert aktuell ein bisschen länger, weil sehr viele Anfragen kommen und die Registration manuell von Hand noch akzeptiert werden. Sagen wir es mal so. Zwar könnt ihr jetzt einen Account anlegen, bekommt eine Bestätigungs-SMS auf euer Smartphone geschickt. Allerdings eine Bestätigungs-E-Mail, die ihr auch benötigt, die kann 1-2 Tage auf sich warten lassen. Bei anderen leider etwas länger. Darum nehmt euch ein bisschen Zeit mit einem Account erstellen. Seid ihr dann mit drin, dann habt ihr eben vollen Zugriff, könnt alles das machen, was ich jetzt auch schon kann. Könnt eben Kanäle abonnieren, könnt liken, disliken, kommentieren und was auch immer. Und ja, könnt euch mal mit D-Tube etwas auseinandersetzen. Klar, ich bin jetzt hier nicht tief in die Materie eingedrungen, weil es ist aktuell noch ein bisschen sehr kompliziert. Allein schon hier die Auswahl der verschiedenen Gateways und API-Server, die wir zur Verfügung haben, ist für den einen oder anderen ein großes Rätsel. Und vor allem das Kryptowährungsthema ist ein bisschen verwirrend, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Da muss man sich tatsächlich mal einen Tag damit auseinandersetzen, dass man dort Durchblick hat. Wer D-Tube als Videoplattform aktuell kennenlernen möchte, der macht absolut nichts falsch, wenn er sich mal einen Account erstellt und anfängt vielleicht Videos hochzuladen oder einfach mal andere anguckt und dort eben wie auf YouTube ganz normal kommentiert, favorisiert, ja gut, es geht noch nicht, aber eben ganz normal liked und sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt. Denn ich finde, es wird durchaus eine Plattform werden, die YouTube gut Konkurrenz bieten kann. Und das auch sehr gut skalierungsfähig, da die Videos eben in Peer-to-Peer auch verteilt werden und dementsprechend keinerlei große Serverfarmen aufgestellt werden müssen, nur um dir das Video präsentieren zu können. Das war jetzt mein kleiner Einblick hier zu D-Tube. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn Fragen da sind, stellt die unten in den Videokommentaren. Ich versuche sie zu beantworten, soweit mir das möglich ist. Ich guck mal. Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, dann guckt euch selber mal auf der Plattform um. Es gibt sehr viele gute, auch zum Teil deutschsprachige Videos, die euch hier den Umgang ein bisschen gut erklären und euch das auch mit der Kryptowährung besser erklären, weil ich kann es euch jetzt nicht erklären, wie das funktioniert, weil ich selber noch nicht durchsteige. Aber dann lernt ihr die Plattform ein bisschen besser kennen. Wer auf deutschen Content aus ist, das möchte ich aber auch gerade mal noch loswerden, der muss ein bisschen danach suchen, denn es sind noch nicht so viele Deutsche hier auf der Plattform unterwegs. Es gibt zwar einige, aber die laden auch ihren Content häufig in Englisch hoch. Sprich, die laden dann gar nichts in Deutsch hoch, obwohl sie Deutsche sind. Und wer dann hier jetzt nach deutschsprachigen Content eben sucht, was ich selber auch mal getan habe, der wird hier nicht ganz so fündig. Aber vielleicht habe ich mich geirrt und es gibt auch noch ein paar andere, die ich jetzt bisher noch nicht gefunden habe. Textet einfach mal eure Kanäle drunter. Wenn ihr tollen Content liefert, dann könnt ihr euch eventuell über ein Abo von mir mehr freuen. Schauen wir mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit der Plattform und ja, haut rein.